Willkommen zur Sprechstunde mit Arno Fischbacher, dem Talk über Stimme, über Wirkung und über erfolgreiche Wege zur gelingenden Kommunikation. Mein Gast heute ist eine Kollegin, die ich seit vielen Jahren kenne und sehr, sehr schätze, Elisabeth Motsch. Elisabeth, wenn ich dich anmoderiere heute, vervollständige doch bitte einfach den Satz: Du bist Expertin für. Ich bin Expertin für Image, Outfit und Umgangsformen. Ich schule Unternehmen oder ich trainiere in Unternehmen Mitarbeiter, damit sie ihren ersten Eindruck mit Kleidung und den Umgangsformen wunderbar im Außen zeigen. Und eben auch Menschen, die Karriere machen, die einfach ihre Marke stärken wollen. Das ist ein großes Feld auch von mir, die Marke mit Personal Branding zu entwickeln, zu stärken und einen guten ersten Eindruck und auch letzten Eindruck rauszubringen. Danke für die Einladung, lieber Arno. Ja, sehr, sehr gerne. Du hast ja bereits ein ganz wichtiges Stichwort genannt, jetzt Personal Branding. Der erste Eindruck, das ist ja auch etwas, worüber ich sehr oft spreche. Wir haben mit unseren sehr unterschiedlichen Themen letztlich doch immer eine große Menge an Überschneidungen in unserer Arbeit. Aber bevor wir jetzt so richtig in die Themen einsteigen und bevor ich dich ganz sicher auch bitten werde, unseren Zuhörern und Zuschauern doch den einen oder anderen ganz praktischen Hinweis zu geben. Wie bist du denn eigentlich in deiner persönlichen Entwicklung? Wie kam es denn, dass du heute zu deinem Thema, dass du heute zu diesem Thema arbeitest und in deiner Profession arbeitest? Ich bin ja ursprünglich Bürokauffrau. Ja. Das habe ich gelernt. Also da habe ich eine Ausbildung gemacht und dann war ich lange Jahre im Ausland und ich habe sehr viele Fettnäpfchen gehabt mit Kleidung und auch mit den Umgangsformen. Also ich habe sehr viele ungute Situationen gehabt und ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Das muss ich wirklich sagen. Also für mich war es wirklich teilweise sehr schlimm, weil ich komme vom Land, das heißt jetzt gar nichts, ja. Auch in der Stadt aufgewachsen heißt es jetzt noch lange nicht, dass man jetzt alles weiß. Aber für mich war es ganz wichtig, und das habe ich sehr früh erkannt, dass Kleidung ein Marketinginstrument ist mit Wirkung. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, weil ich so viel Not habe mit meiner Kleidung, ich wusste einfach vieles nicht. Ja. Ich bin sogar mal als junges Mädchen mit einem weißen Kostüm auf eine Hochzeit gegangen. Ja, das wusste ich einfach nicht. Also ich habe daraus einfach einen Beruf gemacht, weil ich eben für mich lernen wollte. Und ich habe einige Jahre gebraucht, bis dass ich meinen Weg gefunden habe. Und das ist einfach die Firmenberatung. Also ich liebe es, Menschen zu begleiten, die in ihrer beruflichen Rolle Wirkung zeigen wollen und auch teilweise müssen. Und eben auch Leute, die auf dem Karriereweg sind, die einfach wissen, Wirkung ist ganz wichtig und Profil macht einfach auch Erfolg aus. Und ja, das ist so meine ganz große Profession. Und das ist aus dem entwachsen, dass ich einfach selber viel, viel Not hatte mit dem Kleiden und dem Auftreten, obwohl ich eine Mutter hatte, die sehr viel Wert auf Kleidung gelegt hat. Und ich habe schon als junges Frau sehr hochwertige Kleidung bekommen. Ich habe glaube ich, mit 14 schon von der Schneiderin einen Double-Face-Duffelcoat bekommen mit Original-Verschlüssen. Aber ob ich es dann war, das war wieder eine andere Geschichte. Ich habe mich gefühlt wie eine Gouvernante. Aber Kleidung spielte bei uns in der Familie eine große Rolle. Ja, über dieses Gefühl, dass die Kleidung, aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir sprechen, was das in uns alles bewirkt, über das werden wir vielleicht später im Detail noch sprechen. Was mich jetzt zum Start noch sehr interessiert, wenn dich heute jemand als Stil- und Image-Expertin findet, was genau
tust du eigentlich mit deinen Kunden? Was machst du da konkret? Also konkret werden wir mal den Ist-Zustand analysieren. Wir werden mal schauen, wo geht die Reise hin. Dann ist es auch sehr, sehr wichtig zu wissen, viel Aufwand, wenig Aufwand. Weil es gibt Menschen wie mich, ich bin auf der Suche oftmals nach Details, tagelang, ja. Also das will nicht jeder. Also wir müssen mal schauen, wie viel Aufwand braucht es in der Kleidung. Welche Botschaften möchte man senden? Welche Werte hat jemand? Und wir schauen, dass man Werte, Botschaften, Dresscode und natürlich auch die Persönlichkeit, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Paket schnüren. Und ich sehe in diesem Paket immer viele, viele Teile. Ja, wenn wir jetzt die Kleidung hernehmen ohne Stimme, weil die Kleidung ist jetzt ein Teil von der Wirkung, dann haben wir sozusagen die Persönlichkeit. Also wir schauen uns an, welche Persönlichkeitsanteile sind da. Ein tiefsinniger Mensch zum Beispiel braucht ganz andere Farben, ganz andere Wirkung nach außen, weil dieser Charakter einfach seinen Raum auch braucht, wie jemand, der sehr feurig ist. Und das ist ganz, ganz wichtig in der Kleidung generell, dass man dem Raum gibt, also die Persönlichkeit. Dann schaut man sich das Image des Unternehmens an. Und gibt es in diesen Unternehmen oder gibt es mit dieser Rolle, die ich ausfülle, unterschiedliche Codes oder Botschaften, die ich nach außen tragen möchte? Ein Beispiel, ich habe ein Unternehmen, die haben je nach Kunde fünf definierte Dresscodes. Und es beginnt bei Smart Casual. Business Casual streng, Business Casual sehr locker, dann Business und eben auch Casual sehr, sehr locker, weil die haben auch Veranstaltungen wo sie privat eingeladen sind. Also es ist ganz, ganz wichtig, einmal zu schauen, in welchem Feld bewegt man sich, wo muss man sozusagen seine Botschaft platzieren, bei welchen Kunden. Dann kann es natürlich auch sein, dass man keine Kundenbesuche hat, sondern man ist einfach Teil eines Teams und in diesem Team herrschen gewisse Regeln und eben auch, dass man darauf achtet, dass die Umgangsformen oder wenn jemand viele Geschäftsessen hat, wie agiere ich erfolgreich beim Geschäftsessen? Nur ein Beispiel, es gibt sehr viele Gastgeber. Die gehen essen mit jemandem und der Gast weiß gar nicht, was er bestellen soll, weil der Gastgeber glaubt, der Gast weiß, wie viele Gänge, wie ist die Preisklasse. Also all diese Dinge, also wir machen sozusagen einen Ist-Zustand und wir rollen sozusagen das Thema auf, von Image über Persönlichkeit, wie schon gesagt, bis hin, welche Preisklasse, das ist auch wichtig. Und wie groß sollte die Garderobe sein? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und es gibt Menschen, die wollen zur Marke werden, also im Außen einfach ganz besonders wirken, wo man sagt, ah, rot, das ist die Frau in Rot oder das ist die oder das ist der mit dem tollen Bart oder keine Ahnung, also einfach eine Markenentwicklung oder jemand möchte ganz einfach aussehen wie ein wirklicher Stilkönner. Das ist auch eine Marke oder eine Es Marke. ist ganz interessant, während du das sagst, ich habe lauter Bilder jetzt vor mir gehabt, ich sehe jetzt lauter Leute, also ich sehe ganz konkrete Personen vor mir, während du nur diese einzelnen Stichworte genannt hast. Das ist ganz interessant, wie plakativ im Grunde diese Personal Branding Signale wirken und wie sehr ich jetzt das sofort Menschen abgerufen habe, selbst wenn du nur Bart sagst oder Frau in Rot, da habe ich jetzt Kollegen im Bild gehabt. Also wenn ich's richtig verstehe, dann berätst du auf der einen Seite Einzelpersonen, die zu dir kommen für ganz bestimmte Anlässe oder mit ganz bestimmten Anliegen, aber auch Unternehmen, bei denen die Fragestellung von vornherein natürlich etwas breiter und etwas anders gegliedert ist. Und im ersten Schritt gibt es eine Analyse und du horchst mal zu und schaust, um was geht es konkret, sodass du dann die nächsten Schritte entwickeln kannst. Genau, weil manche brauchen wirklich nur eine Stunde,
dass man einfach die Wirkung optimiert. Manche brauchen Begleitung und dann erst, wenn ich diese Analyse gemacht habe, erst dann können wir einen Plan erstellen, wohin die Reise geht. Und mit manchen gehe ich dann auch shoppen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Teil, weil einfach das theoretische Wissen zu wissen, ist natürlich die eine Seite, aber Begleitung, damit ich weiß, was genau ich kaufen möchte, wenn das nicht wirklich mein Thema ist, ist natürlich wieder was anderes. Also ich hatte da mal einen Human Resource Manager, der trug zwar einen Anzug mit Krawatte und wollte auf die nächste Karrierestufe gehen, und zwar Human Resource Manager für Europa. Er war Human Resource Manager Österreich und das wäre die nächste Karrierestufe gewesen. Wir haben uns in München getroffen und er hat mit mir den ganzen Prozess durchgemacht. Und nach dem ersten Teil sagte er zu mir: Frau Motsch, das verstehe ich alles. Das ist für mich alles logisch, was zu mir passt. Ich habe kein Händchen zum Einkaufen. Das ist mir so zuwider, ich möchte gerne, dass Sie das übernehmen. Und ich sage dann ja oder nein, weil das ist auch wichtig, dass jemand sich auch wohlfühlt, weil was mir gefällt, ja, und der Person passt, muss sich trotzdem nicht wirklich gut anfühlen, weil da sind oft Glaubensmuster dabei. Also wenn jemand zum Beispiel, wenn Cord jetzt modern wäre, ja, und jemand zieht einen feinen Cordanzug an oder würde ich anziehen und er musste immer als Kind Cord tragen, dann zieht er keinen Cord mehr an. Also das ist einfach so. Und deswegen ist es schon ganz toll, dass man einfach drauf schaut, was braucht jeder. Und nicht, ich stülpe jemandem was drüber. Und für mich ist halt die Persönlichkeit das Um und Auf, dass man die Persönlichkeit mit der Rolle verbindet. Weil viele sagen, ja, ich möchte authentisch sein. Aber die Authentizität soll gepaart sein mit der Professionalität. Ja, und der Begriff dieses ich fühle mich authentisch ist auch sehr hinterfragbar. Ja. Also da können wir wahrscheinlich länger darüber diskutieren. Als authentisch, das sehe ich immer so ganz deutlich in meiner Arbeit, als authentisch auch im eigenen Verhalten, in der eigenen Rolle, im wie ich mich kleide, wie ich spreche. Als authentisch empfinde ich mich immer dort, wo ich es wie gewohnt mache. Also wo ich im Grunde in meinem alten Trott, in meiner alten Gewohnheit bleibe, das fühlt sich super gut an. Und jede Abweichung von dem ist immer eine kleine Herausforderung. Und dort gut hinzuschauen und nicht sofort sich abschrecken lassen von dem anderen, sondern mal hineinschlüpfen in die neue Rolle oder mal hineinschlüpfen, vielleicht auch in ein anderes Sakko oder in einen anderen Schnitt oder vielleicht auch in ein anderes Wort, in eine andere sprachliche Wendung. Das ist im ersten Moment immer eine Herausforderung, weil es sich eigenartig anfühlt. Das zu differenzieren scheint mir irgendwie ganz wichtig zu sein. Ich finde es sehr spannend, unser Gespräch heute. Wir kennen uns ja auch aus der ganz unmittelbaren Zusammenarbeit in beide Richtungen. Vielleicht sprechen wir später noch davon. Mich wird heute auch sehr interessieren, wie du denn diese Frage des Outfits, also der Gestaltung, der persönlichen Gestaltung, im Videogespräch, was du dazu sagen kannst und wo hier deine interessanten Ansätze und Tipps sind. Bevor aber nochmal zu deiner Arbeitsweise und zu dem, was du alles tust. Wenn wir jetzt miteinander sprechen und ich schaue dich an, natürlich sehe ich, was du trägst. Ja, genau. Ja. Aber ich sehe natürlich auch, also bei mir ist das ein bisschen einfach, weil da ist nicht so viel zu sehen. Aber ich sehe natürlich auch, wir tragen zwei sehr unterschiedliche Brillen. Wie weit spielen denn die Accessoires oder das, was sonst noch so herum ist, eine Rolle in deiner Arbeit? Ich bin ja Brillenexpertin. Ich bin Schmuckexpertin. Ja, ich trage heute keinen Schmuck, um ja nicht abzulenken, weil die Brille ist Schmuck genug heute, sonst würde ich noch eine Kette dazu tragen. Also die Brille, wenn wir jetzt mit der Brille starten, die Brille ist natürlich ein großes Detail. Und mit der Brille kann ich etwas Modernes schaffen, ich kann was Langweiliges schaffen, ich kann was Bodenständiges schaffen.
Die Brille muss zum Träger passen und viele haben das Stilwissen teilweise nicht, wie Brille und Outfit zusammenpassen und welchen Ausdruck ich schaffen möchte. Ich möchte nur ganz kurz zeigen, ich habe Brillen jetzt da. Also in dem Moment, wo ich sozusagen eine andere Brille aufsetze, Elisabeth Motsch mal ohne Brille. Ohne Brille, ja. Elisabeth Motsch mit einer ganz anderen Brille. Mhm. Also ich wirke ganz anders. Ich schaue mehr ein bisschen nach Professorin aus. Ich schaue weicher aus. Das Gesicht wird feiner. Die Frage ist immer, was möchte ich für einen Ausdruck nach außen bringen? Ich habe noch eine andere Brille. Die habe ich aus Mailand. Das ist eine sehr modische Brille. Die ist sehr, sehr ausdrucksstark, auch wie die andere, aber ein Ticken größer noch. Also ich kann mit der Brille sehr viel Ausdruck schaffen. Und wenn ich aber so eine modische Brille trage, dann kann ich nicht im Kleiderstil unmodern sein oder eine langweilige Krawatte tragen oder irgendwie Karo-Muster, ja, die irgendwie wie omahaft aussehen. Also es ist immer so ein Konzept. Und viele glauben, wenn sie einfach nur eine Brille kaufen, die ins Gesicht passt, das reicht. Es sollte den Träger unterstützen, es sollte die Botschaft unterstützen und es sollte vor allem auch die Persönlichkeit ausdrücken. Ja? Und nur ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt meine Frisur verändern würde mit dieser Brille, ja? Ich würde mir jetzt die Haare flach machen, ja? Dann wäre diese Brille nicht mehr schick genug. Man sieht sofort, es fehlt die Resonanz. Also ich begleite die Menschen oder berate die Menschen, in Resonanz zu kommen mit der Kleidung, mit den Accessoires, mit dem Schmuck. Und es ist, wenn ich jetzt als Frau, also wenn ich jetzt eine Frau beraten würde, wenn ich so eine Brille trage, dann muss ich mit dem Schmuck extrem aufpassen. Also ich kann eigentlich nur Ohrschmuck tragen, so klein wie der, oder in der Form der Brille. Weil alles andere... Dass es nicht in Konkurrenz tritt. Genau. Und wenn ich jetzt online darauf achte, ja, ich muss einfach schauen, dass ich mit nichts ablenke, dass ich ins Gesicht hochkomme. Ja. Ich habe da Muster mitgenommen, nur um das einmal ganz kurz zu zeigen. Ja. Wenn ich jetzt etwas Gemustertes trage, ist die Aufmerksamkeit sofort woanders. Also ich muss darauf achten, dass ich die Aufmerksamkeit im Gespräch belasse. Und das ist online sehr wichtig, das ist offline auch wichtig. Ja? Also in dem Moment, wo dieser Blick auf etwas fällt, das den Blick ablenkt, ja, ist man vom Gespräch abgelenkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Zeiten sind vorbei, wo jemand einfach nur Dresscode-like getragen hat. Also der Dresscode ist lockerer geworden, der Dresscode ist moderner geworden, wir mischen mehr, es ist mehr erlaubt, aber es ist teilweise ganz schwierig geworden, seine Botschaft zu platzieren, weil sich die Regeln verschoben haben. Und man möchte heute den Mensch dahinter sehen. Also wenn ich jetzt dich hernehme, lieber Arno, also ich könnte mich dich nicht vorstellen mit einer Krawatte. Und schon gar nicht mit einer Streifenkrawatte. Ja? Also das wäre für mich nicht authentisch. Du bist mit einem T-Shirt für mich total authentisch. Und das gilt es heute noch außen zu bringen, dass man Authentizität trägt, dass man schaut, wo kann ich meine Persönlichkeit unterbringen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz wichtig, um echt zu sein. Ja, mir ist eine Parallele durch den Kopf gegangen, als du zuerst dieses Tuch mit den Streifen hergehalten hattest. Schon ist der Blick abgelenkt. So ähnlich ist es auch, wenn jemand spricht. Also wenn ich jemanden sprechen höre und zwischendurch wiederholen sich Worte ununterbrochen, ein bisschen oder manchmal oder dieses oder ein und oder ein ja. Und schon ist meine Aufmerksamkeit von dem Eigentlichen, also von dem Inhalt, um den es geht, von dem, was mich hinziehen soll zum anderen, völlig abgelenkt. So viel Kapazität in der Aufmerksamkeit haben wir nicht. Das wird weithin überschätzt. Der Blick ist unglaublich schnell abgelenkt, also auch mit Ohrklunkern. Ich sehe es manchmal, wo ich mir denke, okay, das ist im privaten Gebrauch sicher
lustig und witzig, aber würde ich dich jetzt im Bild sehen mit irgendeinem großen Ohrschmuck, wäre der Blick unwillkürlich immer mal irgendwo hingelenkt, wo er eigentlich nicht hin soll. Absolut, lieber Arno. Und wir begleiten ja beide Menschen, die auch auf großen Bühnen stehen oder einfach auch bei den Mitarbeitern gewisse Botschaften transportieren müssen. Und da ist die Wahl der Farbe, des Krawattenmusters, des Stils eminent wichtig, weil die Leute beobachten zuerst das Outfit, ob ich das will oder nicht. Ja, das läuft einfach so ab. Und dann kommt man auf die Bühne oder eben jetzt auch online. Und wenn jetzt alles passt und man hat dann guten ersten Eindruck gemacht, und jetzt komme ich zur Stimme und dann kommt irgendwie eine komische Stimme raus oder eine Stimme, die nicht zum Outfit passt. Es gibt ja auch Stimmen, die passen nicht zum Outfit. Also ich habe das jetzt gestern erlebt mit einer, die hat so einen tiefen Dialekt gesprochen. Die war so elegant und so eine ausdrucksstarke Frau, aber der Dialekt, ja, das war, diese Eleganz hat mit diesem Dialekt nicht zusammengepasst. Das heißt, da bist jetzt du der Profi, ja, aber für mich ist es eine gewähltere Sprache. Man muss nicht Hochdeutsch sprechen. Also ich kann auch nicht Hochdeutsch sprechen, ja. Aber wenn ich einen gewissen Stil habe, dann kann ich nicht, wie wenn ich vom tiefsten Wald komme, sprechen. Also, das ist meine Meinung, das nehme ich halt wahr. Ja, es ist die Frage, wie kongruent ist das Erscheinungsbild insgesamt? Und du hast sicher recht, der erste Eindruck in der persönlichen Begegnung ist immer der visuelle Eindruck. Also das Auge drängt sich vor, aber in dem Moment, in dem der Ton sich dazuschaltet, wird gerne entweder verstärkt oder relativiert, was der erste Eindruck geprägt hat. Also insofern eins beeinflusst das andere oder verdoppelt das andere in der negativen oder in der positiven Wirkung. Hundertprozentig d'accord. Also insofern spielen unsere beiden Themen sehr eng ineinander und je besser der visuelle Eindruck und der akustische Eindruck, je besser die miteinander gehen, desto stärker vervielfacht sich die positive Wirkung. Elisabeth, mir ist jetzt noch etwas durch den Kopf gegangen, weil mir immer wieder auffällt, wenn ich mich als Business Coach, als Wirtschaftsstimmcoach vorstelle, dann ist die erste Assoziation der Menschen immer, naja, Stimmcoaching, das ist doch so, da steckt man die Köpfe mit dem Klienten oder mit dem Kunden zusammen und arbeitet dann an der Stimme und an der Aussprache und an der Sprechweise und so. Ja? Okay, also im Coaching, in der 1-zu-1-Situation ist es so, wenn das auch in der Praxis ein bisschen anders ausschaut, als man sich das in der Regel vorstellt. Auf der anderen Seite aber besteht meine Tätigkeit in etwas ganz anderem. Denn wenn ich mit Entscheidern im Unternehmen spreche, dann geht es letztlich natürlich um den Ausdruck von Vertriebsmitarbeitern, von Führungskräften, vielleicht auch von den Chefs oder Bereichsleitern im Kundengespräch oder im Gespräch mit den Mitarbeitern oder dem Vorstand. Aber die Draufsicht auf das Ganze ist eine viel breitere und eine größere. Und dort stellt sich jetzt nicht nur die Frage nach der subjektiven Äußerung, also wie klingt der einzelne Mensch, sondern da stellt sich auch die Frage, naja, wie will denn das Unternehmen insgesamt nach außen gehen? Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann arbeitest du ja nicht nur mit Einzelpersonen oder mit Teilnehmern in Seminargruppen, sondern deine Tätigkeit, also du berätst oder trainierst ja auch zum Beispiel Verkäuferinnen, wenn die vor Kunden stehen und dort beraten sollen, wie die Brille ausschaut, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder du hast den Schmuck angesprochen. Vielleicht erzählst du uns nur ganz kurz, wie schaut sowas aus, wie stelle ich mir das vor? Also ich arbeite auch für Swarovski. Also ich schule dort auch die Mitarbeiter in den Kristallwelten. Das heißt, die erfahren dann von mir, wie sie den Schmuck eigentlich aus dem Gesicht und der Persönlichkeit lesen.
Ich schule auch namhafteste Juweliere, weil es heute immer wichtiger wird, das Geld, das ich ausgebe, muss sinnvoll ausgegeben werden. Und es wird so viel gekauft, was dann nicht getragen wird, weil viele einfach auch nicht das Händchen haben dafür. Also seinen Stil zu finden und eine Verkäuferin oder Modeberaterin, die viel weiß über das Ganze, die kann ja Kunden ganz anders beraten. Und es ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Also es ist so ein kleines Hobby von mir. Also Hobby, es ist schon Beruf, aber es ist so also Liebe auch von mir, nicht nur jetzt in Firmen das Image nach außen zu tragen, sondern eben auch das zu zeigen. Und jetzt bei den Optikern zum Beispiel, auf was müssen die achten beim Gesicht? Ja, dass die Brille nicht zu klein ist und zu groß ist, das weiß man. Dann geht es um die Farbe. Ja, nur ein Beispiel, wenn ich eine sehr matte Haarfarbe habe, ja, dann soll ich keine glänzende Brillenfarbe tragen. Ein Beispiel. Ja. Eine schwarze Brille trage ich nur dann, wenn ich entweder sehr dunkle Haarfarbe habe oder eben gerne schwarz trage. Sonst ist das einfach ein zu kräftiger Punkt, der keine Resonanz findet. Also das ist total spannend. Und im Endeffekt geht es überall, egal ob in der Wirtschaft, egal ob jetzt bei Juweliere oder im Modehandel, es geht immer darum, dass der Mensch in seinem Ausdruck in Resonanz geht und sich so zeigt, dass er sich wohlfühlt und harmonisch ist. Und auch wenn ich jetzt Nina Hagen hernehme, ja, die ja nicht jetzt unserem klassischen Modeklischee entspricht, eine Nina Hagen ist auch authentisch gekleidet, weil das ihrer Persönlichkeit entspricht. Und im Endeffekt, und das ist so mein Steckenpferd in der Beratung, ich schaue nicht, dass jemand nur Business angezogen ist, sondern welcher Anteil ist da. Und ich habe unlängst einen Versicherungsmann im Außendienst, der Anzug tragen muss, geraten, also Anzug und Krawatte, geraten, er soll bitte mit seinem Chef sprechen, dass er unbedingt eine Kombination tragen soll, der Chinohose und ein Sakko, weil er einfach im Anzug so streng rüberkommt und so unehrlich aussieht. Unnahbar, ja. Unnahbar, weil er einfach auch nicht der Krawattentyp ist, dass er glaubt, dass er nicht, das glaube ich nicht nur, ich bin überzeugt, dass er mehr Aufträge lukriert, weil man sich wohler fühlt mit ihm. Und deswegen ist es so wichtig, den Blick auf die Persönlichkeit zu werfen und diese Anteile nach außen zu bringen. Und die Leute spüren das. Sie können es zwar nicht so wie in der Stimme oftmals wahrnehmen, was es ist, sie wissen nur, dass etwas... Dass etwas nicht stimmt oder stimmt, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Sache. Also ich berate nicht oberflächlich, sondern ich schaue wirklich in die Tiefe. Und da gibt es halt einfach Parameter, die auch logisch erklärbar sind. Also für mich ist Stil wirklich, Entschuldige, für mich ist Stil wirklich nachvollziehbar und ich kann es beweisen, warum etwas. Genau. Das ist der Punkt, der mich insgesamt in deiner Arbeit sehr anspricht. Denn auf der einen Seite ist es ja schon sehr wertvoll, jemanden vor sich zu haben, der einem sagen kann, tun Sie dieses, tun Sie so, dann schauen Sie besser aus und so. Ja. Was ich aber von dir wahrnehme, ist, dass du auch weitergeben kannst und sehr, sehr qualifiziert weitergibst, wieso ist es so, sodass andere auch selbst entscheiden können und sogar diese Empfehlungen selbst etwa im Verkauf, so wie du geschildert hast, weitergeben können. Ich vergleiche das in meiner Arbeit, also ich sehe da ganz viele Parallelen aufpoppen, etwa in der Arbeit, wenn ich mit Verkaufsleitern arbeite, denen ich im Grunde ein Verständnis mitgeben muss, wie sie ihre Vertriebler unterstützen, sodass die dort die Macht der Stimme im Verkauf wirkungsvoll einsetzen können. Oder im Trainertraining. Ich habe voriges Jahr eine ganze Strecke für einen deutschen Brillenfilialisten trainiert, für interne Trainer, also für Filialleiter und Filialleiterinnen, deren wesentliche Aufgabe ist, ihre eigene Verkaufsmannschaft weiterzubilden in einem sehr heiklen Thema, wo die vorher, also wenn es um die unbewusste Macht der Wirkung der Stimme im Verkauf geht, da hatten die im Grunde nur Lebenserfahrung vorab.
Und so wie du sagst, also die Strukturen transparent machen, warum etwas wie funktioniert, warum Schwarz nur unter diesen Umständen wirkt, warum die Empathie in der Stimme hörbar ist, warum Lebensenergie in der Stimme eine Rolle spielt und wie ich dorthin komme, das zu erklären, das ist im Grunde noch einmal eine ganz andere Dimension in der Arbeit, die uns wahrscheinlich beide unterscheidet von denen, die auch gut mit Einzelpersonen arbeiten und dort die richtigen Ratschläge und Empfehlungen geben. Absolut. Ich glaube, wenn ich weiß, warum etwas ist, und ich sehe es im Spiegel oder ich höre es in der Stimme, dann gehe ich mit dem ganz anders um, weil ich dann entscheide, das macht für mich Sinn. So wirke ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals ganz frisch begonnen habe, habe ich meinen ersten Vortrag vor 40 Frauen gehalten. Und ich hatte keine Ahnung von Wirkung, ich kannte zwar meine Farben, aber ich hatte keine Ahnung. Und nach einer halben Stunde zeigt eine Dame auf und sagt: Frau Motsch, Sie erzählen uns jetzt seit einer halben Stunde über Stil und Style, aber so wie Sie angezogen sind, glaube ich Ihnen das nicht. Wirklich so super GAU, das ist jetzt, glaube ich, fast 25 Jahre her. Es war so schlimm, ich habe Wochen gebraucht und das Schlimme war, sie hatte recht. Ja? Was trug ich? Ja? Ich kann es einmal ganz kurz zeigen. Ich trug, ja? Ich trug einen ganz hellen Bläser. Ich hatte überhaupt keine Wirkung. Ja? Also meine Wirkung war total verschwunden. Dann trug ich dazu einen Rollkragenpullover, einen grauen Rock. Und der Bläser, den habe ich mir von einer Hobbyschneiderin nähen lassen. So sah er auch aus. Kein Schmuck. Ich hatte ja früher kein Gefühl für Schmuck. Also ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Das habe ich erst mit den Jahren gelernt, weil ich mich so damit beschäftigt habe. Aber man sieht, meine Wirkung geht weg. Ja? Und dann, und das ist auch spannend gewesen, so klassische Ausbildung, da geht es auch wieder um Persönlichkeit. Ich trug früher so eine Farbe. Ja, das bin ich aber nicht, weil ich bin weder laut. Bei mir schaut diese Farbe ein bisschen billiger aus. Es gibt Frauen, bei denen sieht sie nicht billig aus. Ja, bei mir sieht etwas Gedecktes edler aus. Das hat wieder mit der Person zu tun. Und deswegen können zwei Personen, ob Mann oder Frau, komplett gleich aussehen, aber das Wesen entscheidet. Da brauche ich ein lautes Wesen. Da brauche ich ein balanciertes Wesen. Und deswegen gibt es da Unterschiede. Und das alleine, wenn ich das weiß, ja, ich unterscheide ja zwischen ganz unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der oder die sehr tiefsinnig ist, ja, und braucht jetzt Business-Outfits, ja, dann schauen wir, dass wir in dieser Tiefe bleiben. Ja, habe ich jetzt jemanden sehr lebendigen und gerne Mode tragen, gerne Farbe tragen, ja, die würden sich nicht wohlfühlen, wenn es jetzt zugediegen wird. Und da schauen wir einfach, dass wir ein bisschen Farbklecks reinkriegen oder Accessoire reinbringen. Bei Männern ist es das Einstecktuch. Ja. Bei manchen Männern geht ein Einstecktuch mit Krawatte gar nicht. Hat auch mit der beruflichen Position zu tun. Ja. Nur ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel einem Mann ein Einstecktuch gebe. Ja, das wissen ganz viele nicht. Das wissen auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir nicht. Wenn ich jemandem ein Einstecktuch gebe, dann schaue ich mir die Gesamterscheinung an. Jemand, der sehr straight ist, so ein Machertyp, ja, so sehr zielorientiert und sehr straight geschnitten vom Gesicht, ja, dem gebe ich ein Einstecktuch, das sehr straight drinnen ist. Habe ich jemanden, der so fluffige Haare hat wie ich, ja, so und so auch vom Typ her so ein bisschen fluffig, der braucht ein fluffiges Einstecktuch. Und das sind diese Teile, die schaue ich mir an. Und das ist so spannend, die Leute nehmen das wahr. Und unlängst war ich mit einem Mann shoppen und das war eben eine Not. Und zwar, der machte Videos. Das ist ein sehr bekannter Rechtsanwalt und der brauchte sozusagen ein neues Image, weil er in den Videos und generell aussieht wie ein Provinzrechtsanwalt. Und er sah das auf dem Bild, dass er irgendwie die Botschaft nicht in der Qualität optisch transportiert hat. Stimmlich war der super. Also der war richtig so dieser Machertyp.
Aber optisch war der wirklich so, kommt der vom Land, wo kommt der her, weiß der schon Bescheid. Also er hat die Botschaft nicht gesendet. Und wir haben eine Beratung gemacht, also abgecheckt, was ihm wichtig ist, welche Farben er mag, welche er nicht, was ihm wichtig ist in der Kleidung, generell welche Werte, weil das ist sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, welche Werte möchte ich transportieren. Und wir gingen dann gleich nachher shoppen. Und das Spannende war, er zog ein neues Sakko an. Das war ein bisschen teurer wie die Preisklasse, die er vorher hatte, aber für ihn absolut in Ordnung. Und ich gab ihm ein spezielles Hemd. Und zwar, ich achte sehr darauf bei Männern, welcher Hemdkragen ist es. Und bei manchen ist es der Kentkragen, bei manchen ist es der Haifischkragen, bei manchen ist es der kleine Kragen, bei manchen ist es der Stehkragen. So, jetzt, er bekam ein Haifischkragenhemd, er zog dieses Sakko an, dunkelblaues Sakko, dann haben wir eine grüne Hose, Chinohose ausgesucht, tollen Gürtel, Double Monks, das sind diese doppelschnalligen Schuhe, er war absoluter Typ dazu. Anno, du hättest diesen Rechtsanwalt vor dem Spiegel sehen sollen. Es hat sich der Brustkorb, die Botschaft, der Status, der hat sich sowas nach außen geweitet. Also der hat ein Bild wahrgenommen von sich. Das war für mich phänomenal zu beobachten, wie sich ein Mensch von einer Minute auf die andere in seiner Körperspannung anders verhält, und ich glaube auch, dass es eine Auswirkung auf seine Stimme hatte, noch präsenter. Und er hat dann zu mir gesagt, sagt der Frau Motsch, für mich war Anzug und Krawatte, Hemd, das reicht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben wahrgenommen, was es heißt, meine Kleidung zu tragen. Das hat mit mir was gemacht. Und er hat mir dann 2 Wochen später geschrieben, er kriegt so tolles Feedback, also die Leute reden ihn darauf an. Wir haben nur einen kleinen Schrauben gedreht. Wir blieben beim Anzug, wir blieben bei der Krawatte, wir blieben beim Hemd, aber wir haben verfeinert. Kleine Veränderungen. Ja, es erinnert mich, wir haben vor kurzem genau darüber gesprochen, das erinnert mich an ein ganz, ganz lang zurückliegendes Erlebnis im Theater. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten es schon angesprochen, als ich mit einem sehr, sehr bekannten, sehr berühmten russischen, schon verstorbenen Regisseur Piotr Fomienko zusammengearbeitet hatte, hier in Salzburg im Schauspielhaus. Ich sollte einen Offizier in der russischen Revolutionszeit spielen und bei der ersten Probe saßen wir da alle, Leseprobe, wir saßen in Jeans und Turnschuhen mit dem Textbuch in der Hand und er kam bei der Tür rein und ist sichtlich erstarrt und wir haben irgendwie uns gedacht, was ist jetzt los, ist er schlecht drauf? Und er hat uns dann richtig den Kopf gewaschen, hat gesagt, was? Du willst in Jeans und Turnschuhen diese Rolle erspüren, eines ganz strikten und hart erzogenen russischen Offiziers. Und dann haben wir eine Kollegin, die fürs Kostüm zuständig war, mit dem Schubkarren in den Fundus geschickt. Und die hat dort alles, was sie an Reitstiefeln und Militärstiefeln irgendwie vorgefunden hat, lauter so hartes, altes Zeug, hat die dann rübergebracht in den Probenraum. Und wir haben die Stiefel angezogen, mühsam, ja, haben uns da wechselseitig geholfen. Und ja, also. Kleider machen nicht nur Leute, wie man sagt, sondern Kleider machen Körperhaltung, Kleider machen in letzter Hinsicht über die Bewegungsmuster auch stimmlichen Auftritt. Also ich kann das super gut nachvollziehen, wenn du sagst, der schlüpft in andere Schuhe hinein, die ihm Halt geben, die man am Fuß spürt. Wenn ich mich anziehe für einen Bühnenauftritt oder für ein Training am ersten Tag immer und auch am zweiten Tag, das ist mein Standard, ich habe immer Lederschuhe. Die also mir Halt geben, also die mich richtig am Boden, den Boden spüren lassen, weil das mein ganzes Körpergefühl prägt. Ja, interessante Parallele. Elisabeth, weil wir jetzt über diese Kamera miteinander sprechen, ich denke, das ist etwas, was viele auch unserer Zuschauer jetzt wahrscheinlich interessieren wird. Was gibt es denn Spezielles aus deiner Sicht, was man eher nicht tun sollte oder was man tunlichst
beachten sollte, jetzt in dieser Situation, wo wir über Webcam und Zoom oder Skype oder WebEx oder sonst etwas kommunizieren? Also ich fange jetzt vor der Kleidung noch an. Das ist ganz wichtig, was habe ich für einen Hintergrund? Also ich habe hier einen weißen Hintergrund und habe etwas dazu genommen, damit es nicht so farblos wirkt. Also achten Sie bitte darauf, dass es nicht unordentlich ist, dass keine Pflanze irgendwo aus dem Kopf rausgeht. Ja? Und das Geweih. Das Geweih, ja? Und bitte zusperren, wenn Kinder da sind und den Partner instruieren, dass man jetzt eben online ist und dass man eben ein Meeting hat. Weil wir haben ja schon sehr viel gesehen die letzten Wochen, was da abgelaufen ist. Also ganz wichtig, den Hintergrund abzuchecken. Und dann ist natürlich auch gutes Licht wichtig. Ich habe jetzt auch links und rechts Lichtquellen. Hat jemand keine professionellen Lichtquellen, dann reichen oftmals auch Stehlampen oder man stellt sich einen Tisch hin. Da muss man halt einfach ein bisschen kreativ sein oder es gibt für wenig Geld heute auch etwas. Also ich denke mal, dass man das einmal schafft. Und dann, welche Farbbotschaft möchte ich bringen? Ich habe hier, das sieht man glaube ich jetzt nicht, einen auberginefarbenen Blazer. Ja? Ich ziehe jetzt nicht sehr gern schwarz an, weil es schwarz sehr zerfließt, aber ich habe nicht so viel in Farbe, weil es einfach die schönsten Sachen immer in Schwarz gibt und meine Farben, die eher ein bisschen dunkler und gedeckter sind, momentan nicht so modern sind. Aber, also, dass man die Farbe wählt und vor allem auch, dass man vorher ein Foto macht, also mit der Webcam oder sich anschaut, also man kann sich auch ein Video machen, dass man einfach schaut, wie wirke ich mit dem Hintergrund, wie sind die Farben, dann Ohrringe, hast du eh vorhin schon angesprochen, dass ja nichts klimpert und dass ich nicht immer so die Aufmerksamkeit wohin habe, weil natürlich das Auge der Aufmerksamkeit folgt, ja. Die Frisur passt. Also ich sehe manches Mal welche, die sehen wirklich aus, als wären sie gerade aus dem Bett gestiegen. Und was ich auch, wir sind ja beide die letzten Wochen auch gemeinsam in Webinaren gewesen mit Kollegen. Also auch wenn ich mich mit Kollegen treffe, wo wir uns austauschen, ja. Also letztens hatte ich die Erfahrung, da aß gerade eine ihrer Leberkässemmel, ja. Also ich fand es unmöglich, dass man nebenbei sein Leberkässemmel isst, ja. Oder eben, dass man sitzt, als wie wenn man jetzt gerade, keine Ahnung, aus dem Garten kommt. Außer also, man ist Leberkässemmel-Produzentin. Außer, ja. Wäre es wieder adäquat. Ich fand es richtig cool. Ich habe diesen Clip ja, genau. Große Diskussionen zurzeit im Netz über die Frau Felber aus Wien. Fand ich wirklich mega. Und ihren bemerkenswerten Videos. Ja. Und dass man einfach darauf achtet, Farbbotschaft mit Schmuck, mit Brille, mit Frisur. Und diese Tage habe ich ein Video gesehen von jemandem, der erzählt hat, dass er eine Führungskraft gecoacht hat und oder coachen wollte. Und der wollte gewisse Dinge nicht umsetzen und sagt, den Auftrag nehme ich nicht an. Und er hat ihm auch gesagt, warum. Und der hat sich dann bedankt, weil er ins Nachdenken gekommen ist. Das hat er erzählt in einem T-Shirt, das aussah wie ein Bett-T-Shirt. Und wenn jemand sagt, ich coache Führungskräfte und ich habe ein T-Shirt an, das ausgeleiert ist, dann muss ich sagen, kommt die Botschaft nicht rüber. Also ich achte auch immer, und das ist für die Frauen auch ganz wichtig, das sieht man auch bei dir sehr schön, dass da keine Falten sich werfen. Ganz wichtig, dass ich da Klarheit habe. Ich möchte nicht abgelenkt sein. Und dann eben auch, dass der Schmuck, also natürlich wäre jetzt ein Schmuckstück noch besser, aber ich wollte ganz bewusst keinen Schmuck haben, damit man mir zuhört, damit man da nicht abgelenkt ist. Ja? Ich habe da bei meinen Ringen Schmuck oder bei meinem Fingerschmuck, das habe ich sehr gerne. Und vor allem auch, dass ich nicht so nahe beim Computer bin, also bei der Kamera bin, weil da übertrete ich auch Distanzzonen. Also, ja, und vor allem die Webcam verzerrt die Perspektiven, je näher man kommt. Absolut. Und ich habe so das Gefühl, das ist wie wenn wir uns persönlich treffen, dass Grenzen überschritten werden. Und ich glaube, da weißt du mehr Bescheid, also auch dieses Fingerzeigen,
Ja, also da bin ich jetzt nicht der Profi, aber ich denke mir halt, das gehört auch dazu. Aber nochmal zurück zur Kleidung, das Muster hatten wir schon. Und dann einfach auch darüber nachdenken, mit wem spreche ich. Ja? Geschäftlicher Kontext, wir beide haben heute einen Blazer an. Business Casual, wir sind beide Business Casual. Und das passt für diesen Business Kontext. Und es gibt einen Kontext, da trage ich dann eine Bluse. Aber darauf achten, was trage ich. Ja? Und auch darauf achten, wenn eine Frau jetzt irgendwie Fransen oder irgendwo was sich bewegt oder freie Schultern, ja, dass ich nicht schulterfrei, jetzt kommt der Sommer, wir werden die Videos weiter haben, also das Homeoffice und Webcam, das werden wir weitermachen. Also dass man einfach schaut, dass man auch kompakt ist. Farbe habe ich auch schon gesagt. Und wichtig ist, glaube ich, die Authentizität, dass ich einfach authentisch bleibe. Und was hilft mir die beste Kleidung, wenn ich sehr ernst schaue? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein gewisses Lächeln rüberkriegt und eine Freundlichkeit und dass man einfach das Gefühl hat, ja, herzlich willkommen zu sein. Und auch noch etwas ganz Wichtiges, ich weiß nicht, ob das unsere Zuseher und Zuseherinnen sehen. Ich schaue nicht auf die Mitte des Bildes, also ich schaue nicht zu dir, ich habe dich links, sondern ich schaue immer auf die Kamera. Damit habe ich Blickkontakt mit meinem Publikum. Ist auch ganz wichtig. Das ist speziell, wenn man so wie ich mit einer externen Kamera arbeitet, eine gewisse Herausforderung. Meine nächste Investition, die noch nicht realisiert ist, ist ein Screen hinter der Kamera, sodass ich auch motiviert bin, gerade auszuschauen. Ihr seht das vielleicht, dass ich immer wieder mal runterblicke, weil noch der Bildschirm hier unten ist. Elisabeth, jetzt habe ich noch eine sehr delikate Frage. Wir haben jetzt alles Mögliche von dir erfahren, wo so deine großen Arbeitsbereiche sind, im Einzelcoaching, in der Beratung für Einzelpersonen, deine interessante Arbeit für Swarovski und für Schmuck etc., also für die Unternehmen. Gibt es noch irgendetwas, was unsere Zuschauer von dir noch gar nicht wissen? Irgendwas, was du uns noch verraten kannst, was du noch tust. Ich habe so eine Ahnung, aber vielleicht treffe ich ja jetzt mit meiner Frage ins Schwarze. Ja, da gibt es durchaus etwas. Also viele wissen nicht, dass ich regelmäßig mit Kunden nach Mailand zum Shoppen fliege. Es ist so eine ganz große Liebe und Hobby. Und ich werde mit einem Kunden an dem Wochenende, also wir haben bis zum Schluss gehofft, dass nicht geschlossen wird, dass wir fliegen können. Also dieses Wochenende werden wir nach Mailand geflogen zum Shoppen. Ich habe viele Sommer an der Sommerakademie in Mailand den italienischen Stil studiert, habe ganz viele Stilcollagen gemacht, habe wirklich Fallstudien gemacht. Nur ein Beispiel, wir haben ja auch in der Ausbildung, wir waren bei Gucci und mussten Fallstudien machen. Also wir sind in sehr viele berühmte Modeläden gewesen, weil unser Designer eben, der war früher bei Max, wie ist er erschossen worden? Versace. Der war früher bei Versace Designer. Der hat natürlich die Kontakte und waren wir bei Gucci und wir waren in der Männerabteilung. Das werde ich nie vergessen. Und da waren drei Puppen und alle drei Puppen in der Männerabteilung trugen Schluppenblusen. Das sind diese Blusen mit der Schleife. Eine mit Blumen, eine mit Spitze und eine aus Seide und eine Jeanshose dazu. Und ich sage zu meinem Lehrgangsleiter, sage ich, sind wir jetzt in der Damenabteilung oder sind wir in der Herrenabteilung? Und er sagte, nein, wir sind in der Herrenabteilung, das ist Genderless-Mode. Sowas kommt natürlich nicht jetzt zum täglichen Outfit dazu. Das war so eine nette Anekdote, aber ich bin stundenlang in Cafés gesessen, ich habe Italiener studiert. Also wir haben wirklich in der Ausbildung die ganzen Stilrichtungen gelernt und was viele nicht wissen, der italienische Stil ist ja nicht nur dieser elegante Stil, da gibt es ja diesen Bad Taste Look von Prada, Cavalli, also es gibt ja viele, viele Stilrichtungen und die habe ich alle kennengelernt und das ist fantastisch und in Mailand kenne ich mich einfach so gut aus und ich kaufe mit meinen Kunden in jeder Preisklasse ein. Also von kleinem Budget bis großen, aber was natürlich wichtig ist, ich muss die Statur
für die italienische Mode haben. Ja. Ich muss die Größe haben, besonders bei Männern. Also große Männer können in Italien nicht einkaufen, weil einfach die Proportionen nicht passen. Also meinem Mann habe ich es einmal versucht, vor vielen Jahren. Also der sieht aus, als hätte er einen Kinder- oder einen Knabenanzug an. Dann die Statur und dann muss ich natürlich auch ein bisschen einen italienischen Touch an mir haben. Ich kann nicht jetzt einen sehr bodenständigen, gediegenen Mann italienisch anziehen. Das funktioniert nicht. Und da möchte ich noch einen Tipp zum Italienischen geben, weil momentan Cognacfarben so modern ist. Das wissen viele nicht. Der cognacfarbene Gürtel, der cognacfarbene Schuh, was ganz vielen Österreichern und Deutschen nicht, weil sie weder die Hautfarbe haben noch die Haarfarbe. Und Cognac braucht Resonanz. Also wenn ich jetzt eine rote Haut habe und graumelierte Haare oder Haarfarbe wie ich, ja, so von der Tönung her kühl, ja, und ich trage Cognac dazu, dann sieht es immer bemüht aus. Es ist nie stimmig. Also es braucht wieder da den Typ dazu. Und in Italien tragen sehr viele keine cognacfarbenen Schuhe, sondern dunkelbraune Schuhe. Also eher dieses Kühlbraun, natürlich schon auch Cognac, aber die haben eine ganz andere Resonanz dazu. Und das ist so, das wissen viele nicht, dass ich da sehr, sehr eine große Liebe habe dafür und mich da sehr gut auskenne. Elisabeth, dann können wir ja nur hoffen, dass die Reisebeschränkungen so bald als möglich fallen und wir uns wieder auf der einen Seite zu unseren Kunden nach Deutschland und in die Schweiz und du mit deinen Klienten und Kunden auch dich nach Mailand bewegen kannst. Wir könnten jetzt noch, also da fiele uns schon noch das eine oder andere ein. Liebe Elisabeth, ich danke dir sehr für diese vielen Anregungen, für die vielen Ideen, die in meinem Kopf gerade purzeln. Vielleicht gibt es noch einen Satz, den du uns noch mitgeben kannst, so als letzte Anregung auf dem Nachhauseweg gewissermaßen aus diesem Videotalk, aus dieser Sprechstunde, den du uns mitgeben kannst. Ja, da gibt es einen Satz, der begleitet mich sehr stark schon seit vielen Jahren. Wer meinem Auge nicht gefällt, dem leih ich auch nicht mein Ohr. Und das ist gerade im Geschäftsleben außerordentlich wichtig, weil es gibt so viel Konkurrenz und es gibt so viel Mitbewerber. Jeder möchte Geschäft machen. Und wenn ich einen guten Eindruck mache und mich authentisch kleide, die Stimme geschult ist oder die Stimme einfach Vertrauen vermittelt und die Umgangsformen auch freundlich, nett, charismatisch sind, dann verzeiht man mir auch manchmal Fehler. Man ist dann nicht so streng mit ihnen, wenn man eben einen guten ersten Eindruck vermittelt und auch einen guten letzten Eindruck Ganz vermittelt. perfekt, ein würdiges Schlusswort. Ja. Liebe Elisabeth Motsch, ich danke dir ganz herzlich für deine wunderbaren Gedanken und für deine wunderbaren Anregungen, die du uns da mitgegeben hast. Das war eine Sprechstunde mit dem Arno Fischbacher. Wir freuen uns natürlich auf Kommentare, wir freuen uns auf Gedanken, wir freuen uns und ich freue mich ganz besonders natürlich auch über Fragen zu den Themen, über die wir hier gesprochen haben, aber natürlich auch über mein großes Thema, die Stimme im Business. In diesem Sinne, liebe Elisabeth, mach's gut, hab noch eine gute Zeit und ihr da draußen an den Funkapparaten hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist ein anderes Medium. Ich wünsche euch gutes Gelingen, denn Stimme wirkt, Voice sells. Danke, lieber Arno. Tschüss. Ich habe dann gleich geschaut, ob mein T-Shirt nicht wirklich, ob das wirklich glatt ist und nicht verknittert ist. Alles klar, Elisabeth. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Ciao.